Da steht sie, die Oberaufmusik aus deinem Heimatdörfchen, sind wir extra zu dir gekommen, um dir heute kleine Stände zu spielen. Ich hoffe, es hat dir bis jetzt gefallen, wir machen da noch ein bisschen was. Also, perfekt. Ach, was, das braucht jetzt sein. Wir haben da auch eine Kleinigkeit aus unserer Heimat mitgebracht, nämlich einen echten Obererdaler Rotwein. Den gibt es jetzt seit 2-3 Jahren. Ja, genau, dass du da mal mit deiner Mutti einen Abend, schönen Abend verleben kannst. Natürlich noch eine kleine Karte mit einer Widmung hinten drauf. Und wie gesagt, wir wünschen dir alles, alles Gute, nachträglich. Du hast ja schon am Montag gefeiert, oder gehabt eigentlich, ne? Ja. Hast eine schöne Feier, haben wir schon gesehen, ein schönes Gebäude, schöne Räumlichkeiten hast du rausgesucht. Uns gefällt es auch da und ja, alles Gute, wie gesagt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke. Danke mich vielmals. Ganz gern. Und ihr seid meine Gäste. Vielen Dank. Wir werden dann auch gleich zu dir kommen. Ein Dank. Danke für dich. Wir machen noch was, dann sind wir gleich wieder da. Herzlichste, alle wie ihr hier seid, und ich freue mich, dass ihr der Einladung gefolgt seid, und ich hoffe, wir verbringen ein paar schöne Stunden miteinander. Ich habe extra gesagt alle, weil ich keinen eigentlich persönlich, dann vergisst man auch keinen. Das ist richtig. Alle. Trotzdem möchte ich jemanden erwähnen, das ist mein langjähriger Laufweg, der den Weg als Sieg genommen hat, von München, sprich Festival Club, zu mir zu kommen, ist der Wolfgang Heim. Abstehen. Ja, ja. Und dann ist noch einer da, das ist zwar der schnellste, aber er kommt als letzter da an, gleich da rein. Den muss ich erwähnen, das ist ein exzellenter Sportler. In diesem Jahr allein 3 Europameistertitel bekommen, 4 deutsche Meisterschaften errungen und bayerische 10. Hat er eine Runde Zahl gemacht. Manische auch, sonst weiß ich nicht. Alle eure Gesundheit und auf den schönen Abend, den wir vor uns haben. Prost. 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 Zum Wohle. Stellt euch vor, der Heinz ist 20 Jahre alt, neue Freundin und wieder Geburtstagsgeschenk hat. Aber der sieht ja schon aus, ich bin schon 20 Jahre alt. Also es geht los. Ne? Es war einmal ein junger Mann, der ging in die Stadt, um ein Geburtstagsgeschenk für seine neue Freundin zu erwerben. Da die beiden noch nicht sehr lange zusammen waren, beschloss er nach reifen Überlegungen,
hier ein paar Handschuhe zu kaufen, ein romantisches, aber doch nicht zu persönliches Geschenk. Das typisch Heinz halt, ne? In Begleitung der jüngeren Schwester seiner Freundin ging er zum Markt und Spencer und es stand ein paar weiße Handschuhe. Die Schwester kaufte ein Unterhöschen für sie. Beim Einpacken vertauschte die Verkäuferin aus Versehen die Sachen, so bekam die Schwester die Handschuhe eingepackt und der junge Heinz bekam unwissend das Paket mit dem Höschen, das er auf dem Rückweg zur Post brachte und mit einem kleinen Briefchen an seine Liebste verschickte. Mein Schatz, ich habe mich für dieses Geschenk entschieden, da ich festgestellt habe, dass du keine trägst. Wenn wir abends zusammen ausgehen, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich für die langen mit den Knöpfen entschieden. Aber deine Schwester meinte, die kurzen wären besser. Sie trägt sie auch und man kriegt sie leichter raus. Ich weiß, dass das eine empfindliche Farbe ist, aber die Dame, bei der ich sie gekauft habe, zeigte mir ihre, die sie nun schon seit 3 Wochen trägt und sie war überhaupt nicht schmutzig. Ich bat sie, deine für mich auszuprobieren und sie sah echt klasse darin aus. Ich wünsche, ich könnte sie dir beim ersten Mal anziehen, aber ich denke, bis wir uns wiedersehen, werden sie mit einer Menge anderer Hände in Berührung kommen. Wenn du sie ausziehst, vergiss nicht, kurz hineinzublasen, bevor du sie weglegst, dass sie wahrscheinlich ein bisschen feucht und trocken sein wird. Denk immer daran, wie oft ich sie in deinem kommenden Lebensjahr küssen werde. Ich hoffe, du wirst sie am Freitagabend für mich tragen. In Liebe. PS, der letzte Schrei ist, sie etwas hochgekrempelt zu tragen, sodass der Pelz rausguckt. Geehrt werden. Und lange haben wir nachgedacht, womit man dir eine Freude macht. Das sind wir gar nicht klein, was ganz besonders Großes sein. Doch stolz dürfen wir es hier verkünden, wir konnten ganz was Tolles finden. Was Gorbatschow nie haben könnte, was Willy Brandt man nie vergönnte, was Bill Clinton nie bekam, was Lady Di nie entgegennahm, was Königin Elisabeth bis heute noch nicht empfangen hat, was selbst Gaddafi hat vermisst, dem Papst noch nicht gegeben ist, was selbst der Schröder nicht bekommen, der Fischer noch nicht entgegengenommen. Das sollst du nun im frohen Schalten, als erster hier im Land erhalten. Du Glücklichster im ganzen Land, du sollst sie haben, meine Hand.
robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot.